Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist der erste Advent und ich hoffe, dass ihr gestern einen schönen Advent hattet, weil ihr werdet das Video ja erst morgen sehen. Ich werde übrigens, auch wenn es jetzt so aussieht, keinen Vlogmas filmen, sondern ich habe mir einfach überlegt, dass ich einfach ein bisschen mehr so vloggen möchte und dann auch eben ohne groß zu planen, okay, was kommt in den Vlog rein, sondern eben einfach, ja, eigentlich wie auch in meinen anderen Videos, so ein bisschen euch am Tag mitnehmen. Ich hoffe, das versteht ihr, weil mit der Bachelorarbeit, die ja quasi genau im Dezember ihre Hochzeit hat, mit Umfrageauswerten etc., möchte ich das einfach nicht riskieren, weil das ist einfach Priorität für mich und ich denke, das versteht ihr bestimmt. Ich habe übrigens einen sehr süßen Schlafanzug an und einem Koala, sehr kuschelig war ich. Und ja, wir werden gleich Adventskalender auspacken. Fabian hat mir auch einen gemacht und ich habe mir selbst einen gekauft mit Schokolade und ich habe Fabian auch einen gemacht. Schauen wir gleich mal, was drin ist. Ich werde in dem Vlog übrigens auch so ein bisschen noch über intuitives Eating reden oder intuitives Essen, besser gesagt. Denn ich mache das jetzt ja seit ungefähr anderthalb Monaten oder zwei Monaten wirklich komplett intuitiv, dass ich auch eigentlich gar nicht mehr im Kopf mitzähle oder ähnliches und mir auch wirklich alles erlaube. So, dass ich zum Beispiel auch Pizza bestelle im Restaurant und dann manchmal aber auch die Hälfte zurückgehen lasse oder mir einpacken lasse, weil ich einfach merke, hey, ich muss gar nicht alles essen, auch wenn ich jetzt mal sowas esse, was früher für mich ein Cheat Meal oder ähnliches gewesen wäre. Deswegen bin ich auch gegen Cheat Days. Oh, ich sehe irgendwie ein bisschen verpennt aus. Naja, egal. Obwohl wir 9 Uhr haben und ich eigentlich ausgeschlafen bin, wie auch immer, auf jeden Fall, deswegen bin ich ja gegen Cheat Meals, weil man dann immer das Bedürfnis hat, man muss es aufessen, weil ja heute das einzige Mal ist, wo man sowas essen kann und das finde ich Blödsinn und das ist meiner Meinung nach nichts für den Kopf, das ist meine Erfahrung, aber es muss jeder selbst wissen. Und auf jeden Fall, wie gesagt, bin ich da wirklich, oder habe ich wirklich probiert, die ganzen Barrieren und Diätmentalitäten abzulegen. Das ist natürlich ein langer Prozess gewesen, aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr bin ich wirklich auf der Zielgeraden und hatte auch schon sehr, sehr lange keine Fressattacken mehr. Klar gab es mal Tage, da habe ich viel zu viel gegessen, aber das ist ganz normal, das hat jeder und ist meiner Meinung nach auch nicht vergleichbar mit einer Fressattacke, wo man in Trance ähnlich alles isst, was einem in die Finger kommt. Und ich habe mich auch gewogen, ich habe es ja schon beim ersten Vlog zu dem Thema angesprochen, ich habe 1,5 Kilo abgenommen, muss aber sagen, dass das glaube ich auch zu der Zeit ein bisschen Wasser war, ich habe mich jetzt auch nicht wieder gewogen, weil das Gewicht war vor 3 Wochen und ehrlich gesagt ist mir das auch aktuell einfach nicht so wichtig, aber das schon mal als erstes. Ich hatte da abgenommen und war auch selbst überrascht, weil das nach einer Woche war, in der wir, nach der Woche war, in der wir umgezogen sind. Ah, das ist sogar 4 Wochen dann her. Und, nee, 3 Wochen, sorry. Und ich da auch Pizza, wie gesagt, gegessen hatte und alles mögliche andere. Auch Süßigkeiten haben wir aktuell öfter daheim. Da werde ich auch noch was dazu sagen. Und ja, das war so das Erste. Und ich fühle mich auch an sich gut mit dem intuitiven Essen. Ich habe da jetzt auch wirklich keine Probleme mehr. Natürlich esse ich grundsätzlich schon gesund, einfach weil ich gern gesund esse, weil ich mich dann gut fühle, weil ich mich dann fit fühle und probiere auch mehr zu kochen, wie ihr vielleicht in den letzten Vlogs gesehen habt oder werdet ihr jetzt auch in diesem nochmal sehen. Einfach weil, ich habe es auch glaube ich schon im letzten gesagt, ich das Gefühl habe, wenn ich einfach was Richtiges, Vollwertiges, Gutes mir selbst gekocht habe oder eben Fabian uns gekocht hat, dann habe ich nicht so das Bedürfnis, irgendwie Blödsinn zu essen. Und deswegen, auch wenn ich nicht gerne koche und auch nicht gut koche, gebe ich mir da ein bisschen mehr Mühe und suche mir Rezepte raus. Und für mich zahlt sich das aktuell auf jeden Fall aus. Wie gesagt, mein Essverhalten ist so viel besser geworden und meine Mentalität dazu vor allem. Hier haben wir unsere Adventskalender. Der vordere ist für mich. Ich muss sagen, Fabian hat ein richtig schönes Geschenkpapier hier ausgesucht. Da fehlen scheinbar noch welche, meinte er. Und das ist der, den ich für Fabian verpackt habe. Und wie ihr seht, habe ich Backpapier genommen zum Zukleben. Aber egal. Und dann habe ich mir hier noch einen von Kinderschokolade geholt. Und den könnten wir jetzt eigentlich auch mal aufmachen. So, und in meinem Adventskalender waren Tassenuntersetzer und die sind so schön. Ich finde, die sehen richtig, richtig schön aus. Sie sind ein bisschen rosaner als jetzt hier auf dem Video, aber werden perfekt zu unserem, der irgendwann auch mal kommen wird, Tisch und auch Couchtisch passen. Ja, ich freue mich sehr. Richtig süß. Ich habe Fabian übrigens ein Buch geschenkt.
von Jussi Adler Olsen, den neuen Teil. Also das war in seinem ersten Adventskalender-Türchen. Und jetzt werden wir frühstücken. Wir kommen gerade vom Fitnessstudio. Es ist deutlich später inzwischen. Ich habe einen gammeligen Pullover an und die MyProtein Sculpt Leggings, die liebe ich ja sehr. Zusätzlich zu der Curve Leggings sind das meine zwei Lieblingsleggings aktuell. Ja, und ich habe ein bisschen Beine trainiert, ein bisschen Rücken und noch ein bisschen Cardio gemacht, so insgesamt 50 Minuten. Also ich bin ja aktuell sehr entspannt, was das angeht. Normalerweise gehen wir sonntags immer Mountainbiken, aber diesen Sonntag hatten wir irgendwie einfach nicht so Lust und es war super kalt. Im Nachhinein hätte es mir doch, glaube ich, doch besser gefallen als im Fitnessstudio, gebe ich ehrlich zu. Weil im Fitnessstudio hatte ich dann doch nicht mehr so ganz so viel Motivation, wie ich dachte. Aber ja, Mountainbiken macht mir in letzter Zeit richtig viel Spaß. Ich habe richtig neuen Ehrgeiz entdeckt, da die Berge hochzufahren und richtig Gas zu geben. Übrigens haben wir auch neue Deko-Sachen. Die Seite ist noch nicht fertig. Also wir haben ja eine unserer Kommoden im Schlafzimmer ist die hier. Und die wollten wir jetzt noch schmücken. Und wir haben uns so Pflanzen hier gekauft. Ich finde, es sieht richtig schön aus. Das eine ist Eukalyptus und bei dem anderen weiß ich den Namen. Das hier ist übrigens die andere Kommode, also passend zu der. Das da hinten kommt noch alles weg, aber steht jetzt halt noch da rum. Hier haben wir eines meiner Lieblingsbilder von uns. Und dann noch das Louis Vuitton-Bild, also das Seidentuch, das wir mal haben rahmen lassen. Und natürlich noch eine Vase und Blumen. Und das war's dann auch. Gestern auf dem Weihnachtsmarkt übrigens getrocknete und ungeschwefelte und ungezuckerte Mango gekauft. Das ist alles, was übrig ist. Und jetzt werde ich noch das letzte Stück essen. Ich bin ja ein großer Mann. Wie ihr an meinem Outfit seht, habe ich es noch kuschelig. Und wir hatten auch einen sehr schönen, faulen Nachmittag. Wir haben jetzt 5 Uhr, ist ja schon dunkel draußen. Ich muss jetzt noch für Shape Your Back jetzt ein paar Sachen machen. Wir hatten da dieses Jahr auch eine Black Friday Aktion, also 20% Rabatt auf die Böden. Ja, sind wir heute einfach nur ein bisschen faul gewesen und es tut auch mal gut. Wir waren gestern richtig lange auf dem Weihnachtsmarkt und auch allgemein die letzten Wochen waren echt anstrengend. Sieht so aus, als hätte ich irgendwas auf der Nase, so einen blauen Fleck von dem Computerbildschirm, der hier vor mir ist. Aber ich kann euch versichern, ich habe keine blauen Flecken im Gesicht. Und ja, war ein sehr gemütlicher Tag. Ich habe jetzt nicht alle Mahlzeiten gefilmt. Wir haben natürlich was zu Mittag gegessen. Aber ja, ich dachte, ich filme jetzt, wie gesagt, hier einfach eher so den Tag und natürlich auch Rezepte. Heute Abend mache ich eine Kartoffelsuppe. Die filme ich dann natürlich wieder und verlinke euch das Rezept. Und ja, ich denke, dass ich morgen vielleicht sogar direkt wieder filmen werde. Das seht ihr dann ja übermorgen. Und dann schaue ich einfach mal, wie es läuft. Wie gesagt, ob ich jeden Tag filme oder nur alle paar Tage oder einmal die Woche oder so. Auf jeden Fall will ich ein bisschen häufiger vloggen. Ihr könnt ja gerne eure Meinung dazu dalassen, ob das vielleicht zu langweilig ist, weil ich ja eigentlich eher so diesen Fitness-Content habe. Aber gebt mir gerne euer Feedback, ob euch das auch interessiert, so ein bisschen langweilige Day-in-the-Life-Videos. Auf jeden Fall werde ich, wie gesagt, später noch ein bisschen was zum intuitiven Essen sagen. Oder vielleicht mache ich es auch jetzt. Also ich glaube, ich mache es jetzt und werde euch dann aber unsere Süßigkeiten schreiben später zeigen. Ich klappe das mal zu wegen dem Licht. Auf jeden Fall ist mein ultimatives Ziel, in der Lage zu sein, Süßigkeiten daheim zu haben und nicht das Bedürfnis zu haben, sie alle auf einmal zu essen. Und zumindest nicht nur innerhalb von 3 Tagen alle zu essen oder eben, wenn man mal einen Heißhunger kommt, dann auch sagen zu können, hey, ich brauche das jetzt gar nicht. Sondern dann sagen, okay, ich nehme jetzt eine Handvoll Chips, ich nehme eine Handvoll Gummibärchen, um gut ist, weil das war ich die letzten 5-6 Jahre nicht. Also ich war in den letzten 5-6 Jahre definitiv nicht in der Lage, Süßigkeiten daheim zu haben. Ich habe es immer wieder probiert, habe gesagt, so, ich mache jetzt einen Crash. Nicht Crash-Diät, sondern Crash-Schock, weiß ich nicht was. Und kaufe mir ganz viele Süßigkeiten und dann war es meistens so, dass dann irgendwann mal der Tag kam, an dem ich halt schwach geworden bin oder eine Fressattacke kam und dann habe ich einfach alle gegessen. Und da bin ich jetzt mental aber definitiv an einem anderen Platz und dementsprechend sage ich, hey, ich kann Süßigkeiten daheim haben, kein Problem. Und möchte auch einfach an den Punkt kommen, dass ich sage, hey, nur weil ich welche daheim habe, heißt nicht, dass ich täglich was essen muss. Vielleicht vergesse ich auch irgendwann, dass ich sie daheim habe. Das ist für mich so eine gesunde Einstellung zum Essen, dass man sagt, hey, man kann alles daheim haben. Und wenn man es isst, dann ist man ein Teil davon und nicht alles. Und das ist mein Ziel und darauf arbeite ich hin. Und es klappt sehr gut. Ich hatte jetzt heute schon einige, nimm zwei, weil ich die echt lecker finde. Und eine Lakritzrolle und sonst eigentlich nichts von den Sachen. Und werde euch das später auch noch zeigen, was wir da aktuell da haben. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen auch für mich neu, dass wir Süßigkeiten und so solche Süßigkeiten vor allem daheim haben. So Chips haben wir eigentlich immer daheim, weil Fabian das gerne isst. Ich bin kein so ein Chips-Fan. Das heißt, das hat mich jetzt eh nie getriggert. Aber so Lachgummi, Nimm zwei, Lakritz, was weiß ich, haben wir noch daheim. So
saure Trolleywürmer, vielleicht kennt ihr die, keine bezahlte Kooperation, aber die esse ich schon sehr gerne und von sowas kann ich auch problemlos eine Packung essen oder mehrere Packungen, aber wie gesagt, haben wir jetzt daheim. Nächster Schritt ist dann auch mal Schokolade zu kaufen, also halt quasi eine Tafelschokolade, wo man dann auch wirklich dann sagt, okay, ich breche mir was ab und esse ich die ganze auf einmal. Es ist ja auch gar nicht schlimm, mal eine ganze Tafel zu essen, also das will ich dann überhaupt nicht sagen. Ich hoffe, ihr wisst einfach, was ich meine, dass ich einfach will, dass ich allgemein so sehr entspannt gegenüber Essen bin und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich kaufe jetzt auch einfach Süßigkeiten, ob man die jetzt braucht oder nicht, ist natürlich wieder eine andere Sache. Man könnte ja auch einfach keine kaufen, aber mir ist es jetzt einfach wichtig, daran zu arbeiten, dass ich die daheim haben kann und wenn ich merke, ey, ich esse die am Ende gar nicht, dann muss ich ja nicht nochmal welche kaufen. Aber so, ja. Und ich will es auch nicht so machen, dass ich mir quasi als Regel setze, ich esse nur 2 Stück am Tag oder ich esse 3 davon und 4 davon, weil das habe ich zum Beispiel auch mal früher gemacht. Das hat auch gut geklappt. Aber auch davon will ich weg. Ich will einfach ein ganz normales, gesundes Essverhalten haben, ganz natürlich. Dieses und letztes Jahr waren für mich echt ein Durchbruch und da freue ich mich sehr und hoffe und denke, bin mir auch sicher, dass alle von euch, die so ein bisschen unter Binge-Eating oder so ein bisschen unter dem Kalorienzählen oder so leiden, das schaffen können, indem man es halt auch einfach macht. Wie gesagt, ich habe es schon in einem anderen Video, ich werde euch das jetzt hier verlinken, erklärt, wie ich so da hingekommen bin und es geht einfach nur, wenn man einfach aufhört und es einfach probiert und vielleicht auch in Kauf nimmt, dass man dann vielleicht sogar 3 Kilo zunimmt. Das muss man dann einfach lernen. Es gibt nichts Wichtigeres als eure mentale Gesundheit und es ist auch viel wichtiger, als dann irgendwie euer Sixpack zu halten oder sonst was. Also das habe ich so oder so nicht. Brauche ich auch nicht. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Figur eigentlich im Moment und ja, wie gesagt, ich mache das nicht zum Abnehmen, für gar nichts. Ich möchte einfach ein gesundes Essverhalten haben. Ich möchte mich wohlfühlen in meinem Körper, ich möchte abends ins Bett gehen, mich gut fühlen den ganzen Tag und nicht wegen einem schlechten Gewissen oder einem übervollen Bauch oder so mich nicht gut fühlen. Und so esse ich aktuell und das klappt eigentlich ganz gut. Und hier haben wir jetzt auch schon den Süßigkeitenbereich, den ich gemeint habe. Hier sind so ein bisschen die Proteinriegel und ein paar Knoppers. Die Peanut Butter Cups habe ich euch ja schon vorgestellt und den neuen Riegel. Hier haben wir Chips. Und hier ist jetzt, ja, das, was mir so gut schmeckt, vor allem mit 2. Hier ist auch noch einiges an Schokolade irgendwo vergraben unten drunter. Und ich mag ja Lakritze total. Und dann haben wir auch noch das hier. Genau, das ist unser Süßigkeiten-Schrank oder Süßigkeiten-Abteil. Und jetzt esse ich direkt mal wieder einen 2. So, heute Abend gibt es eine Kartoffelsuppe. Hier seht ihr das fertige Gericht. Kartoffelsuppe mit Wienerle und Fabian, der seine Flasche laut abstellt. Und für jeden noch ein Brot. Dazu zum Dippen so ein bisschen. Und ich habe direkt dann für 4 Personen gekocht, damit ich davon morgen auch noch was essen kann. Und vielleicht nimmt Fabian was mit ins Büro. Oder isst abends was davon.